Servus und herzlich willkommen zurück, ihr kleinen und großen Power Rangers da draußen vor der PC, Handy, Laptop, Weltrettung. Wir spielen immer noch Edna und Harvey. Harveys neue Klotzerchen, Part Nummer 3. Letztes Mal haben wir Shai und wie hieß sie noch? Interviewt. Und die Girls sind einfach nerdig. Die kennen sich aus mit den ganzen Animes und ist doch gut so. Shibuya Power! Shibuya Power! Genau. Mann, du bist voll nicht im Trend. Wie du schon alleine rumläufst. Weißt du denn nicht, dass Shibuya und nur Shibuya alleine jetzt in ist? Wo ist dein Glitzer? Wo sind deine Japano-Accessoires? Miyurushi Glitzerschein! Miyurushi Glitzerschein! Ching! Ching! Geht er jetzt immer. Oh Mann, du bist ja voll daneben, Lilly. Darf ich auch mal reden? Okay. Suka hieß sie. Okay. Lol. Einfach nur lol. Aber ich mag die beiden. Wird immer schlimmer hier. Das liegt daran, dass man Ratten verschluckt. Okay. Ich sage nichts. Da war Garrett ja schon. Lilly beobachtete, wie der schmierige Mitschüler in der Kapelle verschwand. Nichts wie hinterher. Okay, was ist hier oben? Ein Ballon und der Kronleuchter. Ups. Der Kronleuchter baumelte unerreichbar an einer Kette, die bis zum Turm hinaufreichte. So wurden die Kinder in Versuchung gebracht, darauf zu schaukeln, ohne es jemals wirklich zu können. Oh, das wird nochmal passieren. Es war hoffnungslos. Ednas Ballon hing außer Reichweite. Kann man es irgendwie runterholen? Es war hoffnungslos. Ednas Ballon hing außer Reichweite. Dann halt nicht. Jetzt reden wir erstmal mit den Burschen hier. Nehmen wir mal... Was ist das? Schulrabauken. Ach, das sind die Schulrabauken. Interessant. Lol. Ja. Nicht nur sagen. Einfach, man geht halt doch nie vorbei, oder? Wen haben wir denn da? Grusel-Lilly. Wie war es bei der Oberin? Lass sie in Ruhe, Shawnee. Erst wenn sie zugibt, dass sie an dem ganzen Ärger schuld ist. Wir bekommen keinen Nachtisch. Genau, Memphis. Und draußen spielen dürfen wir auch nicht mehr. Ist es etwa zu viel verlangt, die Gründe erfahren zu wollen? Pack nicht so auf ihr rum. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ausgerechnet Lilly etwas Schlimmes angestellt hat. Dafür ist sie einfach nicht cool genug. Genau. Sie ist ja so ein braves Kind. Sie hakt, sie putzt. Sie kocht. Eklig ist das. Und gefährlich. Denn irgendwie endet immer alles in einer Katastrophe. Nicht wahr, Lilly? Seit du im Kloster bist, gibt es einen seltsamen Unfall nach dem anderen. Man traut sich kaum noch aus dem Bett. Aber dich trifft keine Schuld, oder? Du tust ja nur, was man dir sagt. Bestimmt bist du auch jetzt gerade wieder für die Oberen unterwegs. Zeig doch mal her, was du da hast. Shawnee. Aha! Ich wusste es. Ein Rezept von der Oberin. Tja, das behalte ich wohl vorerst. Mal schauen, wie es der Oberin gefällt, wenn sich ihr Essen verspätet. Und diesmal kann unsere brave Lilly die Suppe ganz alleine auslöffeln. Los, Jungs. Wir hauen ab. Du bist unmöglich. Ui, dann dürfen wir selbst kochen. Ist noch viel besser. Gut. Zur Kantine, zum Brunnen. Wahrscheinlich dürfen wir da gar nicht hin. Mal gucken. Bin gespannt. Das dürfen wir natürlich. Hä? Ihr dürft draußen spielen? Okay, dann dürft ihr das. Shawnee war gemein. Erst hatte er Lilly das Rezept weggenommen und nun zündete er Spinnennetze am Brunnen an. Lilly dachte trotzdem nicht, dass es ihm recht geschehen würde, wenn die Spinnen nachts Eier in seine Augenhöhlen legten. Artige Kinder hatten solche Gedanken nicht. Oh.
Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine, brave Lilly ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder Schlimmeres. Och ja, ich würde ja einfach nur mal so richtig einen reinsemmeln. Bist du jetzt etwa traurig? Hat dich der böse Junge etwa wieder geärgert? Du bist so eine Heulsuse. Was ist das? Na, was ist denn das? Willst du etwa aufmucken? Schau dich doch mal an, Lilly. Mit deiner Schleife und deinem Zöpfchen. Du kannst doch nicht im Ernst glauben, dass du es mit so einem Lausbuben wie mir aufnehmen kannst. Ich habe bereits mit Streichhölzern gezündelt, da hast du noch nicht mal dein Morgengebet beendet. Wie sollte ich jemanden wie dich jemals ernst nehmen? Kannst du etwa Kirschkerne spucken? Oder mit einer Zwille auf Spatzen schießen? Sieh es ein. Du wirst niemals so tough sein wie ich. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Tough ist das also. Okay. Ach, du willst das Rezept wirklich zurück, oder? Na, das wusste ich doch nicht. Warte nur kurz, bis ich es in Geschenkpapier eingewickelt habe. Hui. Lilly war gerührt. Sie bekam doch so selten Geschenke. Du merkst mal so richtig gar nichts, oder? Zieh Leine, Lilly. Oder ich sehe mich gezwungen, dir Schimpfnamen zu geben. Oh. Ja, ich bin schon ein ganz schlimmer Rabauke. Sieh es ein. Du bist einfach nicht tough genug, um hier irgendwas zu fordern. Mann, du bist aber so böse. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du dich hierher traust? Du weißt doch, dass wir nicht mehr im Garten spielen dürfen. Oder bist du etwa im Auftrag der Oberin hier? Du kannst deiner tollen Oberin ausrichten, dass ich auf ihre blöden Regeln pfeife. Ha. Aber ich wette, dazu hast du zu viel Schiss. Du hast viel zu viel Schiss vor dem Echo, nicht wahr? Und das solltest du auch. Denn eines schönen Tages, wenn du es am wenigsten vermutest, wer weiß, könnte es passieren, dass du dich umdrehst und irgendjemand hat deine Milch geklaut. Das ist ja sowas von OP. Darf ich ihn jetzt einfach bemurmeln? Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Ich finde es so lustig, wie dieser Gnom eigentlich hier weiter pinselt. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Also, man kann das Gerät nehmen und ihn erschlagen. Shawnee schien nicht in Lilly musste wohl ein... Ach, warum erschlagst du ihn nicht einfach? Das wäre doch viel einfacher. Zur Kapelle. Gehen wir mal in die Kantine. Ich weiß eh nicht, wohin. Ja, dann geh, bitte. Dankeschön. Aha. Mutter Oberin sitzt jetzt hier. Gut. Okay. Bananen, Äpfel, Kokosnüsse. Alter. Hier fehlte etwas. Und auch wenn Lilly dieses Mal keinerlei Schuld traf, ein schlechtes Gewissen hatte sie trotzdem. Rein prophylaktisch. Oh, rein prophylaktisch. Die Oberin trank einen Beruhigungstee. Vielleicht sollte sie die Marke wechseln. Nice. Was schleichst du hier rum? Bitte die Katze. Oder bist du damit etwa schon fertig? Ja. Nein. Dachte ich's mir doch. Langsam vergeht mir die Lust, euch Kinder ständig an die richtigen Werte zu erinnern. Schau dir doch einfach die Stickerei dort an der Wand an. Dort sind alle wichtigen Tugenden abgebildet. Überlegenheit, Stärke und Selbstbeherrschung. Ich weiß selbst, dass Selbstbeherrschung fehlt. Da denkst du, ich bin blind? Geh jetzt. Ich muss meinen Beruhigungstee trinken. Wenn du im Klassenzimmer vorbeikommst, erinnere Birgit daran, dass sie sich mit der Stickerei beeilen soll. Wenn das Selbstbeherrschungsmotiv nicht heute noch fertig wird, platzt mir wirklich der Kragen. Yes. Edna hatte immer ein paar gute Witze über Bananen parat. Aber da Lilly ein braves Kind war, hatte sie keinen davon verstanden. Ja, wir sind so brav. Nehmen doch mal eine Banane mit. Yes. Heute waren die Kokosnüsse ruhig. Das machte aber nichts. Lilly wusste mittlerweile genug über Schrumpfköpfe. Nimm mir mit
Und Äpfel? Lilly mochte Äpfel. Sie waren gesund und gelegentlich fand man einen Wurm. Die hörten wenigstens zu, wenn man mit ihnen sprach. Nice. Das sage ich öfters, aber ich finde es so nett. Mit diesen Dialogen einfach. Sehr nett gemacht. Die Doris. Wir haben jetzt kein Rezept mehr. Was war das? Du frecher Mistkäfer! Ich kann es nicht ausstehen, wenn hinter meinem Rücken über mich getuschelt wird. Die Jugend von heute wird auch immer dreister. Es kommt von dieser ganzen Gewalt- und Fäkalsprache in den Medien. Wenn ich könnte, würde ich euch einem nach dem anderen den Kopf abdrehen. Na, wo sind nur meine Einweggläser? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Sonst passiert hier noch ein Unglück. Junge Frau, haben Sie Hunger? Du, bevor du wieder nach Essen fragst. Es ist jetzt schon Stunden her, dass meine Finger ein Einwegglas in der Hand hatten. In dieser Phase werden meine Hände immer leicht nervös. Sie knacken alles, was ihnen in die Finger kommt. Kinderbeinchen, Kinderärmchen. Ich habe sie einfach nicht unter Kontrolle. Ja, könnte man doch Kapital schlagen draus. Ach, jetzt verstehe ich. Du bist gekommen, um dich über das Essen zu beschweren, richtig? Tja. Da habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Für Kinder gibt es ausschließlich Essen aus Einweggläsern. Und dabei bleibt es. Meine Hände sind auf diese Bewegung trainiert. Ich habe nicht umsonst 20 Jahre lang Hühnern in einer Legebatterie den Hals umgedreht. Außerdem bin ich per Gerichtsbeschluss verpflichtet, 10 Gläser am Tag zu öffnen. Bedank dich bei meinem idiotischen Anwalt. Was denn jetzt noch? Muss ich es dir mit Handpuppen erklären? Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Das Einzige, was ich heute noch zubereiten werde, ist das Futter für die Katze der Oberen. Und das Essen für die Oberen selbst. Das heißt, ich würde. Aber mein Messer ist verschwunden. Außerdem ist der Ofen im Keller mal wieder ausgegangen. Ich könnte also eh nichts kochen. Das Wichtigste ist allerdings, dass mir die Oberen noch ein Rezept zukommen lassen wollte. Du hast es nicht zufällig dabei, oder? Blöd. Ofen läuft noch nicht. Messer. Wir haben alles halt natürlich nicht. Kein Rezept? Tja, dann hast du hier wohl auch nichts verloren. Das sagst du. Was noch? Was ist? Warum starrst du mich so an? Was hast du hier überhaupt außerhalb der Essenszeiten verloren? Was ich hier verloren habe, weiß ich. Haftstrafe ausgesetzt wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit. 10 Jahre gemeinnützige Arbeit auf Bewährung. Bla 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 bla. Willst du das wirklich hören? Tja. Die Oberin wollte das auch nicht. Und solange sie nicht direkt nachfragt. Mord. Wie wär's mit Mord? Einfach Mord. Deswegen bist du hier. Das ist ein schönes Spiel. Na komm, Mädchen. Sei lieb. Geh einfach zur Kapelle. Nanu, wo war Garrett denn hin? Die Kapelle hatte doch gar keinen zweiten Ausgang. Ups. Halterung, Beichtstuhl, Steinplatten, Frank, Kreuz, Petrus. Darf ich mir das die mal angucken? Die Schnitzerei zeigte einen Bettelmönch mit auffallend leeren Händen. Aber irgendetwas fehlte. Würde zum Beispiel. Aber auch noch etwas anderes. Mhm. Der gute alte Beichtstuhl. Lilly kam sehr oft hierher, seit die Selbstgeißelung nicht mehr half. Was? Selbstgeißelung? Ha? Bleib bitte von den Platten weg, ja? Du behinderst mich bei meinen Nachforschungen. Nein, noch besser. Bleib bitte von den Platten weg, ja? Das war schon. Frankie? Frank war voll und ganz mit den Bodenplatten beschäftigt. Warte. Nein, nichts. Ich dachte, ich hätte ein Resonanzecho im Fußboden gehört. Und wo ein Resonanzecho im Fußboden ist, da kann auch der Hohlraum nicht weit sein. Eine Grabkammer oder ein versteckter Billardsalon für unverschämt gut frisierte Tempelritter. Da fragst du völlig zu Recht, was treiben Tempelritter in einem Billardsalon? Nur eines von unzähligen Geheimnissen, das die Tempelritter umgab. Wo kamen sie her? Wo gingen sie hin? Haben sie für die Strecke ein Gruppensparticket bekommen? Und wer war ihr Friseur? Die Antwort auf all diese Fragen ist dieselbe. Die große Kirchenverschwörung. Und die Beweise, so viel steht fest, befinden sich unter diesen Bodenplatten hier. Wenn ich doch nur das geeignete Werkzeug hätte, um sie zu lüften. Lüften. Ich krieg jetzt gerade
Weil Lili hat so cool reagiert, so. Hat sie wahrscheinlich gedacht, der Typ ist einfach nur krank. Entschuldigung, aber das ist jetzt einfach. Einfach, ach Gott. Psst, gerade mal. Na toll, wenn es gerade einen Erdrutsch in den unterirdischen Grabkammern der Tempelritter gab, dann habe ich ihn jetzt verpasst. Wie zum Teufel soll man denn hier seinen Kirchenverschwörungen auf die Schliche kommen, wenn man in einer Tour gestört wird? Allein dieses ständige Gebeichte geht mir schon auf den Keks. Aber im Gegensatz zu dir sind das regelrechte Leisetreter. Keine Ahnung, wer das im Einzelnen ist. Die verkriechen sich im Beichtstuhl und kommen nur raus, wenn es ihnen zu laut wird. Sobald ich also das passende Werkzeug für meine Ausgrabungen gefunden habe, ist damit sowieso Schluss. Es tut mir leid, Lilly. Aber ich habe wirklich kein Interesse an Smalltalk. Mich interessieren nur Kirchenverschwörungen. Darüber gibt es eine Menge zu erzählen. Aber leider ist das meiste geheim. Und ohne das richtige Werkzeug kann ich das Geheimnis auch nicht lüften. Also entweder gehst du und holst mir das passende Werkzeug oder du gehst einfach nur. Das wäre mir auch recht. Du zerstörst die heilige Illumineszenz der Bodenplatten. Und wenn sie ihre Illumineszenz verlieren, dann sind sie garantiert nicht mehr in der Stimmung, ihr Geheimnis zu verraten. Und dass sie ein Geheimnis haben, steht wohl außer Frage. Ich erkenne Tempelritter-Symbole, wenn ich welche sehe. Und wo Tempelritter sind, da kann die geheime Grabkammer mit Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung nicht weit sein. Wenn ich doch nur ein geeignetes Werkzeug hätte, um sie aufzubohren, dann müsste ich nur noch wissen, unter welcher Platte ich zu bohren hätte. Und hätte die Kirchenverschwörung am Schlaffittchen, falls es sich um eine mit Schlaffittchen handelt. Es gibt sie nämlich mit und ohne. Lilly war beeindruckt. Alles, was Frank sagte, ergab einen Sinn. Ist das auch noch etwas, was ich benutzen kann? Nein? Das Kreuz sah ganz schön wackelig aus. Lilly verstand nicht, warum man es nicht einfach andersherum aufgestellt hatte. Ja. Schau nur bloß, ob hier was weitergehen würde. Gut, ich hätte hier so einige Sachen hier. Den Presslufthammer, möchtest du den haben? Ah, sehr gut. Das ist genau das, was ich brauche. Wenn ich jetzt noch wüsste, an welcher Stelle ich bohren muss. Aber dieses Wissen ist wahrscheinlich längst verloren gegangen. Niemand ist so alt, dass er sich noch an die Zeit der Templer erinnert. Sonst hätte ich die Kirchenverschwörung sicher längst am Schlaffittchen. Naja, ich fange erst mal an. Verdammt! Wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Ach, was soll's. Wie schön das wackelt. Das Kreuz wackelte lustig hin und her, als würde es tanzen. Lilly überlegte kurz, ob sie Frank darauf aufmerksam machen sollte. Aber er war gerade damit beschäftigt, irgendeine Verankerung zu zerbohren. Soll ich das mal beschmeißen mit Kreuz? Das Kreuz sah ganz schön wackelig aus. Lilly wollte lieber nicht riskieren, dass es umfiel. Sonst würde die Oberin sie noch daran aufhängen. So wie auf den Bildern. Kreuz wackelte lustig. Nee. Lilly überlegte, aber das hatten wir ja schon. Nee. Nimm mal die Nuss. Das Kreuz sah ganz schön wackelig aus. Lilly wollte lieber nicht riskieren, dass es umfiel. Sonst würde die Oberin sie noch daran aufhängen. So wie auf den Bildern. Übrigens hat Kopfhörer jetzt auf. Woher hat er denn das jetzt her? Aber übrigens, das hier, da ist er ja doch rausgekommen. Ich würde ja jetzt gerne sagen, dass Lilly einen Plan hatte, dass sie darüber nachdachte, Garrett in den Beichtstuhl zu locken und dann einen Riegel davor zu klemmen. Aber Lilly dachte gerade an Ponys. Okay. Lilly verbrachte viel Zeit im Beichtstuhl. Nur sie allein wusste, was sie in diesen Stunden vor sich hinmurmelte. Zumindest seit der Beichtvater an Herzversagen gestorben war. Verdammt! Wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Ach, was soll's. Okay. Jetzt können wir wieder rausgehen. Auf jeden Fall, er kam hier raus. Das hat sehr cool ausgesehen. Bleib bitte von den Platten weg, ja? Du behinderst mich bei meinen Nachforschungen.
Okay, dann mach halt weiter. Okay, okay. Lustig, also da musste ich jetzt mal wirklich lachen, weil das war so witzig. Ich würde mal sagen, wir gehen noch mal raus. Das war jetzt wahrscheinlich das Gescheiteste sein. Und zum Schulteich gehen wir noch mal. Und gehen noch mal in den Keller hinein. Wundert mich, dass ich hier einfach draußen stehen darf, aber okay, es funktioniert. Okay, und da sehen wir wohl, dass es anscheinend hier wieder weitergehen könnte. Und bis dahin würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei seid. Nächstes Mal geht's nochmal weiter mit Edna und Harvey. Harveys neue Klotzerchen. Harvey haben wir noch nicht kennengelernt. Aber der wird auch kommen. Also bis zum nächsten Mal. Bye.